7,5 Jahre nach der Katastrophe bei der Duisburger Love Parade hat der Prozess gegen 10 Angeklagte begonnen. Sie müssen sich unter anderem wegen fahrlässiger Tötung verantworten. 2010 waren bei einer Massenpanik 21 Menschen ums Leben gekommen und etwa 650 verletzt worden. Wegen der zahlreichen Prozessbeteiligten findet die Verhandlung in einer Kongresshalle in Düsseldorf statt. Sie hat 7 Jahre auf diesen Prozess gewartet. Rebecca Doll hat überlebt, obwohl sie bereits unter anderen Menschen begraben lag. Bei der Massenpanik auf der Love Parade in Duisburg sterben 21 Besucher, als der Druck dort unten auf der Rampe immer größer wird. Wir wollen einfach nicht, dass die 21 Menschen quasi umsonst gestorben sind. Und wir wollen für sie einfach kämpfen. Für uns Verletzte natürlich auch, wir Überlebenden, dass wir endlich Antworten finden darauf, dass diese Frage dieser Schuld, wer und warum ist das passiert, und das ist immer noch offen. Warum wurde zugelassen, dass es nur einen engen Zugang gab, um zehntausende Menschen aufs und vom Gelände zu bringen? Die Love Parade hätte in dieser Form nicht genehmigt werden dürfen, so die Staatsanwaltschaft. Auf der Anklagebank insgesamt 10 Mitarbeiter vom Love Parade-Veranstalter sowie der städtischen Duisburger Bauaufsicht. Natürlich gibt es ein öffentliches Bedürfnis, jemand für dieses schreckliche Unglück verantwortlich zu machen. Angesichts der Komplexität der Sachlage wird man allerdings kaum einen der hier Angeklagten für den Tod von 21 Menschen haftbar machen können. Insoweit rechne ich nicht mit einer Verurteilung in diesem Verfahren. Der heutige Tag ist der Auftakt zu einem Mammutprozess. Das Gericht steht vor einer schwierigen Aufgabe. Die Opfer wollen wissen, wer ist juristisch verantwortlich für die Love Parade-Katastrophe. Die Angeklagten haben das Recht auf einen fairen und gründlichen Prozess. Der Zeitdruck ist groß, fällt bis Ende Juli 2020, also in gut 2,5 Jahren, kein Urteil, verjähren die Vorwürfe endgültig.